Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Im Fitnesstraining gibt es keine Non-Responder. Es gibt also im Fitness-Gesundheitstraining keine Menschen, die nicht auf das Training reagieren oder die keinen Vorteil von diesem Training hätten. Das ist mal eine heftige Aussage und vielleicht überlegst du jetzt, ob das überhaupt sein kann. Ich habe Folgendes gemacht, ich habe einfach mal nach Studien gesucht, die sich genau damit beschäftigt haben und habe auch zwei gefunden. Diese Studien verlinke ich dir unten drunter, dass du die Originaltexte hast. Ja, wie komme ich überhaupt dazu? Vielleicht geht es dir selber auch so, man hat manchmal das Gefühl, irgendwie es funktioniert nicht. Alle trainieren, alle haben Erfolge, alle kommen irgendwie vom Fleck, aber bei mir selber ist es nicht so oder ich habe weniger Erfolg als die anderen Leute. Und wir als Trainer in der Betreuung haben natürlich immer die Situation, dass wir immer wieder mit Leuten sprechen, die sagen, bei mir funktioniert das irgendwie nicht. Und es gibt auch welche, die sind nahezu entmutigt und wollen das Training eigentlich beenden, weil sie sagen, bei mir bringt das nichts. Und dann ist die Aussage, es gibt keine Non-Responder, es gibt keine Menschen, die nicht auf das Training reagieren, schon eine starke Sache. Zwei Studien habe ich gefunden. Beide Studien beschäftigen sich mit dem Ausdauertraining, also mit dem Herz-Kreislauf-Training. Und ich erzähle dir jetzt mal ein paar Sachen darüber. In der ersten Studie, die ist aus dem Jahr 2016, wurden 21 Erwachsene untersucht, gesunde erwachsene Menschen. Das ist jetzt keine riesengroße Gruppe. Und zwar haben die über 3 Wochen ein Ausdauertraining gemacht. Und zwar 4 Einheiten pro Woche. 3 Wochen lang 4 Einheiten pro Woche. Der eine Teil der Gruppe hat ein 30-minütiges Herz-Kreislauf-Training gemacht, also klassische Dauermethode, 30 Minuten am Stück. Und die andere Gruppe hat ein anderes Training gemacht, und zwar haben die 8x20 Sekunden Sprintintervalle gemacht. Also richtig kurze, harte Sprintintervalle. Und dabei ist rausgekommen, dass natürlich die Reaktionen auf die Sachen sehr unterschiedlich sind, wie der Körper sich anpasst. Was hat man überhaupt beobachtet? Man hat beobachtet, wie entwickelt sich die VO2 Max, das ist also die maximale Sauerstoffaufnahme im Körper, wie viel Sauerstoff kann der Körper aufnehmen und verarbeiten. Das ist eine direkte Kennzahl über die allgemeine Leistungsfähigkeit und die kannst du über richtiges Training, kannst du diese VO2 Max vergrößern und nach oben verschieben und dann wirst du ausdauernder. Das hat man also beobachtet. Dann hat man die Laktatschwelle beobachtet, das heißt, wie früh bildet sich das Laktat und wie lange kann die Arbeit noch fortgesetzt werden. Wenn sich recht schnell viel Laktat bildet, muss im Prinzip der Satz oder das Training abgebrochen werden. Und das dritte war die submaximale Herzfrequenz, das heißt Herzfrequenz außerhalb maximaler Belastung, also Trainingspuls/Ruhepuls, wie entwickelt er sich. Das heißt, diese 3 Parameter hat man betrachtet. Das erste Ergebnis ist, natürlich sind die Reaktionen sehr verschieden. Es gibt also Leute, die im Prinzip nur auf eines von diesen 3 Sachen reagiert haben, oder nur auf das erste und zweite und dafür auf das dritte nicht. Andere wiederum haben nur auf das dritte reagiert und so weiter. Das heißt, logischerweise nicht alle Reaktionen sind auf alles gleich. Das ist ja aber auch eigentlich zu erwarten, dass das nicht immer homogen ist. Die zweite Information aus dieser Studie ist, es gibt keinen, der gar nicht reagiert hat. Also es gab in dieser Gruppe keine einzige Person, die nicht entweder VO2 Max oder Laktattoleranz oder Herzfrequenz verbessert hätte. Das heißt, eine dieser Sachen wurden auf jeden Fall verbessert. So, und die dritte Beobachtung, die man gemacht hat, ist die, dass es viel mehr Anpassungsreaktionen gegeben hat, wenn man das Training getauscht hat. Also wenn die 30-Minuten-Gruppe, also als Beispiel, jemand von der 30-Minuten-Ausdauertrainingsgruppe hat zum Beispiel nur seine Pulsfrequenz verbessert, dann konnte es durchaus passieren, dass der, wenn der nochmal gewechselt hat in die andere Gruppe mit diesen Sprintintervallen, dass er dann auch noch seine VO2 Max nach oben gefahren hat. Das heißt, wenn man diese verschiedenen Trainingsmethoden letzten Endes ausgetauscht oder kombiniert hat, sind unterm Strich mehr Anpassungsreaktionen herausgekommen. Das heißt, diese erste Studie aus dem Jahr 2016 hat quasi ermittelt, es gibt keine Personen, die sich gar nicht anpassen. Wenn vielseitiger trainiert wird, sind die Anpassungsreaktionen auch vielfältiger. Und klar, nicht jedes Training ruft bei jeder Person die gleichen Reaktionen hervor. Aber das ist ja etwas, was wir auch wissen. Das ist ja zum Beispiel ein Grund, warum wir hier bei uns immer die individuelle Trainingsbetreuung in den Fokus setzen und auch immer sagen, dass Trainingstermine sinnvoll sind, um das wieder anzupassen. Genau darum geht es letzten Endes. Die zweite Studie, die ich gefunden habe, ist aus dem Jahr 2017 und die ist noch ein bisschen intensiver, da geht es noch ein bisschen stärker. Die Probandengruppe ist größer und zwar wurden hier insgesamt 78 gesunde Erwachsene untersucht, also mehr Personen. Und die wurden im Prinzip in 5 verschiedene Gruppen eingeteilt.
die verschiedene Ausdauertrainingseinheiten gemacht haben. Und zwar sind die Unterschiede die gewesen, dass sie 60 Minuten Ausdauertraining am Stück gemacht haben, aber je nachdem, in welcher Gruppe sie waren, haben sie das entweder einmal pro Woche gemacht oder zweimal oder dreimal oder viermal oder fünfmal pro Woche. Der Unterschied ist hier hauptsächlich in den Trainingsvolumen und nicht in der Trainingsintensität, die gefahren wurde letzten Endes. Die Ergebnisse, die man hier rausgefunden hat, sind ziemlich eindeutig. Und zwar kann man eigentlich Folgendes sagen. Die Leute, die am wenigsten trainiert haben, hatten am wenigsten Ergebnis und am wenigsten Anpassungsreaktion. Das heißt, in der Gruppe 1 waren insgesamt 69% aller Personen, die keine Reaktion auf das Training hatten. Die haben keine Verbesserung gehabt, keine Anpassungsfähigkeit. Welche Anpassungsfähigkeit hat man hier überhaupt untersucht? Man hat geguckt, ob man die Wattleistung steigern konnte. Also ob man es durch das Ausdauertraining geschafft hat, mehr Watt aufs Pedal zu drücken beispielsweise. Ja? In der ersten Gruppe gab es 69%, die keine Verbesserung hatten durch das Training. Die haben einmal die Woche 60 Minuten trainiert. In der zweiten Gruppe waren es nur noch 40%, die keine Verbesserung mehr hatten. Die haben zweimal die Woche trainiert. Das gleiche Training, aber einfach doppelt so oft. In der dritten Gruppe waren es nur noch 29%, die keine Reaktion auf das Training gezeigt haben. Und in der Gruppe 4 und in der Gruppe 5 waren es 0%. Das heißt, Gruppe 4 und Gruppe 5 haben sich alle mit einer verbesserten Leistung an das Training angepasst. Was hat man jetzt gemacht? Man hat das Training mit den Leuten, die keine Anpassungsreaktion hatten, genommen. Man hat also die Personen, die nicht reagiert haben, aus den Gruppen 1, 2 und 3 und hat die das Training nochmal wiederholen lassen, aber mehr. Das heißt, die, die vorher einmal pro Woche trainiert haben, haben jetzt dreimal pro Woche trainieren müssen. Die, die vorher dreimal pro Woche trainiert haben, haben jetzt fünfmal pro Woche trainieren müssen. Das heißt, die haben einfach das Volumen ausgeweitet. Und ab diesem Zeitpunkt hatten alle eine Antwort und alle eine Reaktion drauf. Das heißt, auch in dieser zweiten Gruppe aus 2017, die mit einer deutlich größeren Personenzahl gearbeitet hat, hat man herausgefunden, es gibt keine Leute, die nicht positiv auf das Training reagieren. Nur die Intensität bzw. die Menge vom Training, die sie brauchen, war unterschiedlich. Die Leute haben unterschiedliche Reize gebraucht, um letzten Endes einen Trainingseffekt auszulösen. Jetzt könnte man das Ergebnis von diesen beiden Studien ja in zwei verschiedene Richtungen interpretieren. Und man könnte sagen, okay, na toll, du bist einfach selber schuld, wenn du kein Ergebnis hast, dann hast du es einfach nicht richtig versucht, du musst dich einfach mehr bemühen. Peng. Man könnte aber auch sagen, das ist eine sehr, sehr gute Nachricht und so sehe ich das, weil jeder hat die Chance, sich durch Training zu verbessern. Jeder. Es gibt keinen, für den ein gutes Training nicht funktioniert. Bei jedem funktioniert es. Aber wie es funktioniert, welche Intensität, welche Trainingsmethode, wie häufig, wie soll das Training aufgebaut sein, wie viel Regeneration braucht man, das ist sehr sensibel und sehr verschieden. Und das finde ich eine sehr gute Nachricht, weil jeder kann vom Training profitieren. Ich möchte ganz ehrlich sein, überraschen tut mich das nicht, weil diese Philosophie verfolgen wir schon sehr, sehr lange. Wir machen das jetzt seit 20 Jahren und genau daran arbeiten wir. Wir wissen, dass Training funktioniert. Und die Gesundheit verbessert, wenn man es richtig steuert. Was hast du für Erfahrungen? Was hast du für Erfahrungen gemacht mit dem Training? Hast du immer die Ergebnisse eingefahren, die du gerne gehabt hättest oder hängst du irgendwo fest? Schreib es gerne unten in die Kommentare hinein. Danke, dass du zugeschaut hast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.